Hallo, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Oceanhorn. Geht weiter, und zwar hier Südwind Island. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Na, hier sind noch ganz, ganz wenige Prozente erst absolviert. Einfach aus dem Grund, dass wir hier hinten bisher nicht hinkamen, aber jetzt schon. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwo am Anfang noch ein paar Kristalle haben, die wir noch nicht gesehen, noch nicht erreicht hatten. Weil das ist möglich. Da können wir uns den Teil nämlich erst einmal reinziehen. Bevor wir uns dem neuen Gebiet widmen. Aber ist mal okay, das alte Gebiet ist vorbei. Das haben wir geschafft. Sofern es denn wirklich hier noch welche geben sollte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe mir hier nichts zu gemerkt. Kann sein, dass hier oben noch was war. Das war gar nicht das mit den Orks. Mit den Goblins. Das war was ganz anderes. Da hinten ist eine Insel. Eine Kiste. Eine Insel. Aber da werde ich höchstwahrscheinlich durch den anderen Dungeon kommen. Gleich mal, ob ich darüber springen kann. Ansonsten sind wir wieder am Anfang, ne? Okay. Gab es hier noch etwas? Gab es hier nicht noch was? Ich war der Meinung, aber okay. Dann nicht. Dann geht's auf zum Dungeon. Und wir werden den zweiten Teil mit Hilfe der Stiefel entdecken. Ich meine, wir haben mindestens die Hälfte der Insel ist dahinter, ja, hinter dem Sprung. Weil wenn wir gerade mal 33%, 37% hatten, das ist echt nicht viel. Ich wollte gucken, ob ich darüber kann. Na egal. Wahrscheinlich nicht. Was war hier? Ich hab keine Ahnung mehr. Au, ihr Mistviecher. Achso, wir sollten ja drei mit einem Schwert hit. Das hätten wir hier machen können. Ah, das war ein Achievement gewesen. Komm, kam sogar vier. Kann man hier relativ easy machen, ne? Was, wenn ich raus und wieder reingehe? Rein und wieder raus, so. So, wieder da. Nee. Okay, dann los geht's. Ich bin gespannt, was sich dahinter befindet. Muss ja aktuelle Schwierigkeitsgrad sein, wobei das Spiel echt gar nicht wirklich schwer ist. Also optimal für mich, ne? Wisst ihr ja. Ich spiele ja nur leichte Spiele. So. Oh, ein Blutkristall, Hallöchen. Ein Zelt, ein Feuer. Merkwürdig aussehende Büsche. Achso, das gehört zum, ist ein Baum, ja. Das sollte wohl ein Baum sein. Ding, 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 ding. Zwei von drei, jetzt haben wir drei von drei, wa? Ja. Da können wir höchstens wieder runter. Ne? Hier geht es höchstwahrscheinlich lang. Ja, Brücke kaputt. Also müssen wir uns einen anderen Weg suchen.
Jetzt dummerweise nicht weiter. Sieht mir aber auch irgendwie nach Ende aus, ne? Sieht mir irgendwie nicht fertig entwickelt aus, dieser Teil. Oder muss man hier woanders lang jumpen? Nicht lang, ne? Sieht für mich irgendwie nach einem Ausgang aus. Habe ich da in der Höhle noch was vergessen? Sieht für mich eher nach einem Loch hier aus, hier drunter. Hätte sein können. Was, das so ein Stein ist? Gibt es denn Zelda auch? Das dort... Steine sind, wenn man sie wegsprengt, dann kann man reinhüpfen. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Hier kann ich auch nicht rein, oder? Ja, das sieht ziemlich strange aus. Aber es ist irgendwie für mich wie nicht, nach nicht fertig aus. Aber das Spiel ist schon jahrelang released. Vielleicht hier eine Bombe. Ah. Ah ja. Endlich mal wieder was gefunden, wo ich was kaputt machen konnte. Erschreck mich nicht so! Alter! Was will ich haben? Alter. Warum sagst du mir, ist keine gute Stelle zum Angeln? Die ist optimal, das ist ein fetter Fisch. Aber jetzt haben wir noch eine andere Kiste. Die andere Kiste haben wir woanders gesehen. Einen klaren Entdeckerkristall gefunden. 100 Erfahrung. Wenn ich näher rangehe, bin ich drinne. Also ist definitiv der Fisch noch zu holen. Das Spiel ist nur mit dem Angeln super beschissen, muss ich sagen. Gibt echt kein schlechteres Spiel zum Angeln. Ach, guck mal, hier war was zum Stehen. Gut, wird also auf meiner Liste ergänzt. Südwind, Island, Riesenfisch. Ne, unser letzter Fisch, den wir übrigens gefangen hatten, der ist hier. Aber das hat man, glaube ich, schon gesehen gehabt, ne? Ich habe bisher einen einzigen Fisch gefangen. Ich hätte ihn ganz gerne jetzt gefangen, diesen hier. Müsste, wenn dann so richtige Angelspots geben...
Ja, keine Ahnung, was das soll. Dann halt nicht. Ist mir auch egal. Oh! Da war ein Eingang. Tatsache, habe ich gar nicht gesehen auf der Map. So, dann kommt mal bitte 3 Stück hierher. Ich brauche 3 von euch. Na, okay. Das wäre super gewesen hier. Na, 3 mit einer Bombe habe ich ja schon. Können sie trotzdem mal killen? Vielleicht kommt ja. Keine Ahnung. Vielleicht kommt ja da eine Kiste oder komme ich nicht hoch? Oh, ich glaube, hier gibt es ja immer nur ein bisschen Erfahrung. Du hast das 4. Herzwachen gefunden, einen neuen Herzbehälter erhalten. Maximal gesagt, wurde mein Herz erhöht. Jetzt haben wir 7 Herzen. Und es ist einfach mal so viel. Ja. Okay, wir schauen, ob wir 100% haben. Der Fisch ist vermutlich eh nur ein Zusatz. Damit haben wir alles, ne? Hier auf der. Also, zumindest habe ich nichts mehr. 100% fertig, wunderbar. Südwind. Habe ich sie nicht aufgeschrieben. Okay. Hermitsinsel, Riff, großer Wald. Auf geht's. Holen wir uns die letzten 14%, eine Kiste und einen Blutkristall ist noch übrig. Und zwar ziemlich vor einem Eingang zum ruhelosen Hain. Bombins habe ich gemacht, ne? Ich habe es nicht abgehakt auf meiner Liste. Ja. Bombeninsel erledigt. So. Anfang rechts springen. Bombe in the Rush Hard. Das haben wir auch. Muss man noch einmal nach oben. 4 Stück. Oh, ich habe 2 sogar ver. Anfang großer Wald, Kiste Blutstein. Und ja, das, der andere fehlt. Faszinierend. Einmal haben wir hier einen. Und der andere scheint zu fehlen. Ach nee, 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 nee. Der war doch. War das nicht hier unten gewesen? Ah ja, hier ist nämlich eine Kiste. Da ist der andere. Anfang großer Waldkiste, okay, das ist ein parater Ding gewesen. Ich dachte, die Kiste wäre da oben gewesen. Anfang großer Wald, erledigt, abgeixt. Damit ist auch die 100%, denke ich. Ich weiß nicht, ob die Kisten mit dazu zählen. Ehrlich gesagt. Ich hatte keine Ausdauer mehr, bin ins tiefe Wasser. Ich bin weg, aber nicht fort. Ich muss mich kurz fassen. Finstere Kräfte wollen uns aufhalten. Nimm dich vor dem seltsamen Boot in Macht. Achso, das hatten wir schon, ne? Gefährlich. Gefährlich. 100%, wunderbar. Welklanden. 73%. Blutkristall Schütze, Blutkristall Statue und eine Kiste in Regas Lager. Oh, wir haben hier noch Gegner. Dinge vor uns. Hm.
Die Aufgaben müssen wir uns eigentlich auch nochmal notieren. Ob wir an irgendeiner Insel noch eine Aufgabe vergessen haben. Das machen wir vielleicht ganz am Ende nochmal. So. Statue weiß ich. Schütze ist auch hier gleich. Muss ich aber weiterlaufen. Und die Kiste, ja. Ich kann mich an die Kiste erinnern, weiß aber nicht, ob wir da mit dem Sprung hinkommen. Oh, da ist der Schütze, da ist der Blutkristall. Ding, 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 ding. Mich würde interessieren, wenn wir... Ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch eine Kiste offen ist. Wenn wir, nachdem wir den Blutkristall haben, mal von der Insel kurz runtergehen. Auch wenn das ein bisschen Zeit kostet. Ah. Haben wir einen Schlagabtausch. Und gucken, ob die Dings dazu zählen. Okay, muss ich von der anderen Seite kommen. Ach, kann ich auch nicht. Wie der in Ruhe seine Armbrust spannen kann. Wenn ich direkt vor ihm bin, finde ich immer faszinierend. Bin ich mal gespannt, was mir das, was mir die Wassernymphe gibt, wenn ich hier alle Kristalle gebracht habe. Würde mich ja schon interessieren. Okay, wir gucken uns kurz, wir gehen uns raus. Ob die Kiste mit zu den Prozenten zählt oder nicht, das können wir jetzt super testen. Leider ist meine Ausdauer sehr, sehr gering. Und fühlt sich auch gar nicht so schnell wieder auf, wie ich es mir wünschen würde. Weil die Kisten sind vermutlich nicht relevant. Außer halt bestimmte Kisten mit dem Zauber und so weiter. Du, du. Nee, gehört dazu anscheinend. Okay, wir haben hier Weltlanden Blutkristall abhaken. Weltlanden Blutkristall abhaken. Und die Kiste ist noch offen. Die holen wir uns auch noch natürlich. Das machen wir, glaube ich, in der Folge noch. Und dann machen wir mal ein Päuschen. Das ist schön, dass die Kisten mit dazu zählen. Das freut mich. Naja, haben wir gerade besiegt. Ist okay. Den brauchen wir nicht nochmal besiegen. Weil der ganz viel Erfahrung bringt. Da verfolgt mich was. Aber jetzt habe ich ja keinen Plan, wie ich da hinkomme mit dem, trotz wenn ich die Schuhe habe. ...480 Erfahrung brauchen wir noch, bis zum nächsten Level ab. Ah, der kann sogar einen Nahkampfangriff machen, okay.
war ja hier hinten gewesen, die Kiste. Da oben. Aber es sieht, hier ist eine Treppe, das heißt, ich muss auf jeden Fall hier lang kommen. So einfach geht's. Schauen, was hier sonst noch so sein könnte. Außer der Rand des Spiels. Mag ich da sowas überhaupt gar nicht, wenn es hier Ränder gibt. Oh, wir könnten alle drei. Komm mal her. Ja, einen brauche ich noch. Komm mit. Ha! Ich glaube, ich habe alle. Ich glaube, alle drei killen, ne? Das ist ja scheiße. Gut, dann halt nicht. Was haben wir hier unten noch? Ist hier noch was? Ah, verdächtig, verdächtig. Verdächtig, verdächtig. So, die Dinger kann man nicht quatschen, ne? Die sind leer. Kann man die kaputt machen? Ups. Ups. Tja, ich habe zwar alle drei getroffen, aber ich muss sie alle drei anscheinend töten. Mit einem Attack. Ärgerlich. Willst du mir die Kiste nicht einfach geben, hä? Huh? Badum! Wir kriegen nochmal 50 Erfahrung durch den normalen Entdeckerkristall. Danke sehr. Kam ich da irgendwo raus? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, na, irgendwo muss ich rausgekommen sein. Kann man ganz kurz durch die Höhle mal ein bisschen einen Blick schweifen lassen. Ich finde es gut, dass die Rätsel sich nicht zurücksetzen. Ja. Dann muss ich das erste Mal den Zauber nutzen. Werde mir immer wieder in Erinnerung bleiben. Alter, was haben wir denn für eine fette Mana-Leiste? Fällt mir gerade ein. Oder fällt mir gerade auf. Okay, die Mana-Leiste orientiert sich aber nur an der Größe der HP-Leiste. Ändert bei uns nichts, ist die gleiche Anzahl an Mana. Oh, da waren gerade, da sind vier Käfer. Na gut, das machen wir später mal. Da bin ich jetzt nicht so geil drauf. So, schauen wir uns noch die 100% an. In der Hoffnung ist es 100%. Badam! 100% Werkland fertig. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, streichen wir das auch. Zack. Mein Stift schreibt schon nicht mehr, ich habe schon so viel aufgeschrieben. Der ist tatsächlich leer. Nein, doch nicht. Wunderbar. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Oceanhorn. Dann haben wir sicherlich alles auf meiner Liste abgearbeitet und können weiter der Quest entgegengehen. Ja, dann holen wir uns erstmal den heiligen Säbel auf dem Brandungsriff. Und ja, dann vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.